Hallo meine Lieben, wie ihr seht, habe ich meine ganzen Kakteen, die ich besitze, hier auf meinem Tisch aufgestellt. Ich möchte nämlich heute meine Kakteen umtopfen in einen größeren Topf. Und das werden wir jetzt hier in diesem Video machen. Ich habe hier auch ein paar Handschuhe, Gartenhandschuhe. Die sind aber für die Kakteen zu dünn. Da stechen die Stacheln durch. Aber ich habe noch andere, die besser geeignet sind. Ich nehme diese hier, die haben hier unten eine ganz dicke Gummischicht, da wird hoffentlich die Stachel nicht durchstechen. Das probieren wir auch gleich aus, ich ziehe die schon mal an. Passen tun sie einwandfrei. Sie lassen sich auch einigermaßen gut bewegen. Sie sind natürlich an den Fingern etwas steifer, aber das macht nichts, das bekomme ich schon hin. So, ich habe natürlich auch alles da. Kakteenerde, neue Blumentöpfe. Dann nehmen wir jetzt mal so einen Topf. In so einen großen Topf wird der Kakteen eingetopft. Und mit welchen Kakteen ich anfange, zeige ich euch. Das ist dieser hier. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ich weiß auch nicht, wie meine ganzen anderen Kakteen heißen, aber das stört mich jetzt nicht so. Hauptsache, sie sehen gut aus. Ich mag Kakteen sehr, weil sie einfach sind, man braucht sie nur alle paar Wochen gießen und fertig. Deswegen habe ich auch nur Kakteen. So, und dann machen wir erstmal in den Topf schon ein bisschen Erde rein. So, jetzt holen wir erstmal den Kakteen aus seinem alten Topf raus. Das hätte ich wahrscheinlich als erstes machen müssen, aber egal. Dann mache ich das jetzt erst. So. Schauen wir mal, ob wir ihn rausbekommen. Er wird ziemlich fest sitzen. Ging natürlich ganz schnell. Jetzt machen wir noch ein bisschen was von der alten Erde ab. Nicht alles. Nur so ein bisschen. Den hier reintopfen. Machen wir mal ein Loch rein. Lieber mal mit der Schaufel ein Loch machen. Ich sehe schon, da muss
bisschen mehr Erde rein. Ich mache das nicht so oft, deswegen sieht das auch nicht so professionell bei mir aus. Ich mache noch ein bisschen Erde rein. Schön aufpassen, dass wir den Kakteen auch nicht kaputt machen. Ich denke mal, von der Höhe her sollte das jetzt so gehen. Ich mache das mal so hier. Und dann kommt noch Erde drumrum. Soll ein bisschen mittiger sitzen. Dann schütten wir noch ein bisschen Erde drumherum. Ich glaube, das geht so. Machen wir die Erde noch schön ein bisschen weiter runter. Ich denke mal, dass das so gut aussieht. Gieße ich nachher noch ein bisschen an. So, und dann kann der Topf auf seinen Untersetzer. Dann habe ich den ersten Kakteen fertig eingetopft. Lieber recht als schlecht. Bin natürlich kein Pflanzen- und Gartenprofi, aber ich habe es so gemacht, wie ich das immer mache. Und das funktioniert auch und es sieht auch gut aus. So, dann stellen wir den Kakteen erstmal beiseite. Angießen tue ich die dann alle zusammen, wenn ich sie alle fertig habe. So, der nächste Kakteen wird der hier sein. Den werde ich als nächstes machen. Ich hole ihn schon mal raus aus seinem alten Topf. Bisschen was von der alten Erde abmachen. Legen wir den hier hin. Nehmen einen neuen Topf. Natürlich auch einen großen. Dann machen wir da schon mal Erde rein. Nehme ich ein bisschen was von der alten Erde. Damit wir nicht so viel neue verschwenden. Nämlich nicht so viele neue Erde. Ich habe nur 2 Säcke gekauft. Und das sind auch nur kleine Säcke. Aber ein bisschen Erde habe ich noch. Hier
ist eine Nadel durchgegangen. So, dann nehmen wir den Kakteen wieder vorsichtig. Machen wir nochmal ein kleines Loch hier. So ein bisschen. So, ich möchte, dass der auch so schön in der Mitte ist, oder besser in der Mitte als in seinem alten Topf. Noch ein bisschen Erde muss rein. Da habe ich den Kakteen auch fertig. Ich werde jetzt erstmal eine Gießkanne holen. Und dann gieße ich die beiden Kakteen mal an, dass die im Topf einen besseren Halt haben. Dass sie nicht wieder verrutschen oder umkippen. Nehmen wir erstmal hier den Untersetzer. So, da stellen wir den Kakteen mal hier hin. Hier vorne, wo Platz ist. So. Da werde ich jetzt mal die Gießkanne holen. So, da habe ich mal schnell meine Gießkanne geholt. Dann gieße mir die Kakteen mal ein bisschen an. So, den anderen noch. Nicht so viel, die brauchen nicht so viel. Gut, dann kann es weitergehen mit dem nächsten Kakteen. Nehmen wir ein bisschen Erde. Nehmen wir noch einen Topf. So, dann mache ich mal die restliche Erde noch mit hier rein. Dann nehmen wir als nächstes den hier. Der ist ziemlich lang. Den muss ich gut eintupfen, dass der nicht umkippt. Da seht ihr mal, wie lang der ist. Der muss gut eingetopft werden. So, erstmal raus aus dem alten Topf.
vorsichtig, dass ich ihn nicht zerbreche. Noch so ein bisschen was von der alten Erde abmachen. Viel können wir da nicht abmachen, weil der hier ziemlich verwurzelt ist. Der hat hier sehr viele Wurzeln. Die sind ganz dick. Gut, legen wir den mal vorsichtig hin. Her mit dem großen Topf. Und dann kommt da auch erstmal Erde rein. So, der erste Sack Kakteenerde ist schon alle. Dann nehmen wir jetzt den zweiten und letzten. So, dann machen wir hier nochmal ein Loch rein, dass ich den Kakteen richtig reinsetzen kann. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So, wieder ausrichten schön, dass der wieder in die Mitte kommt. Und dass er auch gerade steht. So sieht das gut aus. Kleines bisschen Erde muss noch rein. So, der muss auch einen guten Halt haben. Dann muss auch die Höhe der Erde stimmen. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Schauen wir es uns mal richtig an. Und wieder angießen. So, das reicht mit Angießen. Dann machen wir hier erstmal ein bisschen Platz, dass die Kakteen hier alle hin können. Drei Stück habe ich jetzt fertig.
kommt der vierte, längere Kakteen. Und der kleine, der da noch in der Ecke steht, der kommt in einen der Blumentöpfe von den Kakteen, die ich austopfe. Die sind etwas größer oder mehr größer als der ganz kleine hier. Der ist winzig, der Topf. Der kommt dann in einen der größeren Töpfe, die übrig bleiben vom Umtopfen. Als nächstes nehme ich erst einmal den hier. So, jetzt noch der vorletzte Kakteen. Den nehmen wir auch wieder vorsichtig raus. Kipp mal ein bisschen um. Hier sind die Stacheln sehr lang. Hier muss ich aufpassen, dass ich das nicht, dass das nicht durch die Handschuhe durchgeht. Die sind sehr lang, die Stacheln hier. Vorsichtig. Bisschen was ab von der alten Erde. Hier geht ein bisschen mehr ab. Der ist nicht so stark verwurzelt. Nicht so stark wie der vorhergehende. Und dann wieder die Erde rein. So. Machen wir wieder ein bisschen ein Loch. So. Noch ein bisschen Erde. Das dürfte reichen an Erde. Soll nicht überlaufen mit Erde, aber bis zu dieser Kante innen sollte die schon gehen. Dann gießen wir den noch an und dann mache ich den letzten Kakteen noch.
So, dann nur noch der Kleine hier. Den topfe ich in einen dieser Töpfe. So, mal gucken, ob wir den gut rausbekommen. Ohne, dass ich mich steche. So, Erde habe ich noch gerade so genug. Dann ist die zweite Tüte alle. Aber dann habe ich es geschafft, mit der Erde alle Kakteen umzutopfen. Es hat genau gereicht. Ich habe natürlich noch von der alten Erde ein bisschen was ganz unten drunter gemacht. Damit es auch reicht. So, rein mit ihm, der Kleine. Gucken wir mal das hier. Der wackelt jetzt noch ein bisschen, da muss noch ein kleines bisschen Erde drauf, erstmal ein bisschen befestigen. Noch ein kleines bisschen Erde. Dann bin ich tatsächlich fertig geworden mit dem Umtopfen meiner Kakteen. Die Erde hat auch gerade so gereicht. Zum Glück. Jetzt sind sie in größeren Töpfen, jetzt kann ich sie wieder an mein Fensterbrett stellen und mich an diesen Kakteen erfreuen, da ich ziemlicher Kakteen-Fan bin. Die gefallen mir am besten. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe auf eure Likes. Ich hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sage ich bis dann.